Sehr geehrter Professor Maronitis, sehr geehrter Professor Pechlivanos, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen im Deutschen Historischen Museum. Ich freue mich sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen, auch im Namen unseres Präsidenten Alexander Koch, der leider heute Nachmittag verhindert ist, Sie aber herzlich grüßen lässt. Wie Sie vielleicht wissen, ist das Deutsche Historische Museum mit seiner Gründung ja vor nunmehr fast 27 Jahren mit einem klaren Bildungsauftrag versehen worden. Die Vermittlung von Demokratie, Grund- und Freiheitsrechten ist eine unserer Schwerpunktarbeiten tagtäglich. Ebenso die Darstellung von Geschichte im europäischen Kontext und in ihren internationalen Zusammenhängen. Sie sehen, das Deutsche Historische Museum ist geradezu, wenn Sie so möchten, ein idealer Ort für eine Veranstaltung wie diese zur Wiedererrichtung oder zum 40. Jahrestag der Wiedererrichtung der Demokratie in Griechenland und der deutsch-griechischen Zusammenarbeit 1974. Ich freue mich daher sehr, dass diese erste Veranstaltung des neu gegründeten Zentrums Modernes Griechenland hier in unserem Haus stattfindet und dann auch eben noch mit so einem gewichtigen Thema wie zu Ehren der Demokratie, wie es in der Pressemitteilung geheißen hat. Zur Eröffnung des Zentrums Modernes Griechenland am 6. Juni gratuliert das Deutsche Historische Museum Ihnen auch nochmal vom ganzen Herzen, verbunden mit den besten Wünschen für die Zukunft und viel Erfolg und hoffentlich auch eine sehr gestalterische Zukunft, die ich Ihnen hiermit auf den Weg geben möchte. Ich freue mich auch deshalb sehr, dass diese Veranstaltung hier im Haus stattfindet, weil ich auch, wenn Sie so möchten, einen kleinen persönlichen Bezug zu diesem Thema habe, aufgrund enger Verwandtschaft in Korinth. Und ich bin dann doch immer wieder erstaunt, wie lebendig und frisch die Erinnerung an die Ereignisse 1974 doch noch immer, zumindest heute muss man sagen, bei den älteren Griechen doch noch sind. Das Ende der Militärherrschaft, die Wiedererrichtung der Demokratie und auch die Rückkehr von Konstantinos Karamanlis 1974 sind doch immer wieder Gegenstand zahlreicher Gespräche und vieler erlebnisreicher Erzählungen, sozusagen zumindest in meiner Verwandtschaft. Und ich glaube auch für diese Veranstaltung, diese zweitägige Veranstaltung, die Sie hier ausrichten, ist es wichtig zu sehen, dass man eigentlich nicht über einen Gegenstand spricht, den nur wenige Experten interessiert, sondern dass es ein Aspekt ist, der wie gesagt immer noch einen großen Teil der Bevölkerung doch noch direkt interessiert und in einer sehr lebendigen Erinnerung ist. Ich wünsche Ihnen also auch persönlich und auch im Namen des Deutschen Historischen Museums einen interessanten Abend mit anregenden Diskussionen und hoffentlich auch vielen neuen und tiefgreifenden Erkenntnissen. Und ich hoffe sehr, dass dies nicht die letzte Veranstaltung sein wird, die das Zentrum hier im Deutschen Historischen Museum veranstalten wird. Sie sind also jederzeit wieder herzlich eingeladen, hierher zu kommen. Ich wurde noch beauftragt, am Schluss Ihnen mit auf den Weg zu geben nach der Lesung von Professor Maronitis. Werden Sie gebeten, rüberzugehen, einmal nur wenige Meter in das Wechselausstellungsgebäude, weil hier anschließend das Zeughauskino einen Film vorführen wird. Und ich bitte Sie deshalb, anschließend auch Ihre Garderobe mitzunehmen, nicht dass hier irgendetwas liegen bleibt. Wie gesagt, ich wünsche Ihnen einen anregenden Abend und viele interessante Diskussionen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Dr. Skriber. Seien Sie versichert, wir werden schon eine enge Kooperation und Zusammenarbeit haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie heute zahlreich in der ersten Veranstaltung des neu gegründeten Zentrum Modernes Griechenland der Freien Universität Berlin, zuerst im Zeughauskino und dann im Auditorium des gastfreundlichen Deutschen Historischen Museums begrüßen zu dürfen. Dem 40. Jahrestag der Wieder
Wiederherstellung der Demokratie in Griechenland nach dem Sturz der Obristendiktatur widmet das CEMOC heute in Kooperation mit der Friedrich-Ebert-Stiftung, der unser herzlichster Dank gilt, eine Lesung und Podiumsdiskussion und morgen im Seminarzentrum der Freien Universität einen literaturwissenschaftlichen Workshop. Teil der Arbeit des CEMOC, den wir als Brückenschlag zwischen Deutschland und Griechenland verstanden wissen wollen, ist erwartungsgemäß und konsequenterweise die Arbeit an der mangelhaften historischen Aufarbeitung und zivilgesellschaftlichen Aushandlung der dunklen Seiten der gemeinsamen Vergangenheit, vorzugsweise seit dem Zweiten Weltkrieg. Man darf jedoch im Rahmen dieser aufklärerischen Erinnerungskultur die Momente der geglückten Vermittlungsarbeit in der bilateralen Geschichte nicht vergessen. Einem solchen Kapitel der deutsch-griechischen Beziehungen, das mit dem provokanten Titel »Gemeinsamer Widerstand« angedeutet wird, gilt der heutige Abend. Die Spielformen des Kampfes gegen die Obristendiktatur zu erkunden, die sich geografisch im deutschsprachigen Raum ereignet haben, wäre ein breit gefächertes Projekt, dem das CEMOC in Kooperation mit der Geschichtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Athen eine internationale Konferenz und weitere Forschungsinitiativen widmen will. Unser Anspruch heute ist jedoch weit bescheidener als die Vermittlung eines historiografischen Gesamtbildes. Den passenden Anlass für eine Podiumsdiskussion zum Thema Obristendiktatur und deutsche Öffentlichkeit bietet nach wie vor das in diesem Jahr 50-jährige Bestehen des griechischen Programms der Deutschen Welle. Herzlichen Glückwunsch, Spiros Moskowou. Nach den Impulsreferaten im zweiten Teil unserer heutigen Sitzung von Vagelis Karamanoulakis und Hagen Fleischer wird Panayotis Kouparanis von der Deutschen Welle die abschließende Podiumsdiskussion mit Danai Kulmas, Eleni Torossi, Spiros Moskowou, Eberhard Rondholz und Petros Markaris moderieren. Ob die Sendungen des unvergesslichen Pavlos Bakoyanis gegen die Militärdiktatur im griechischsprachigen Radioprogramm des Bayerischen Rundfunks. Ob das schon erwähnte griechische Programm der Deutschen Welle, das in Griechenland systematisch gehört wurde. Ob das Goethe-Institut in Athen, das zu einem Bezugspunkt des Kampfes gegen die Diktatur wurde. Ob die Rede gegen die Gewöhnung von Günter Grass in Athen, mit der er in seiner Doppeltätigkeit als Schriftsteller und Sozialdemokrat sein Versprechen »Ich werde mich nicht gewöhnen« aussprach und auf die ich noch zurückkommen werde. Ob die 1973 von Danae Kulmas herausgegebene und beim Fischer Taschenbuch Verlag erschienene Anthologie »Die Exekution des Mythos« fand am frühen Morgen statt, neue Texte aus Griechenland, mit einer Auswahl aus den in Athen seit 1970 erschienenen Bände 18 Texte, neue Texte und neue Texte 2. Dieser gemeinsame Widerstand, der sich trotz der heute noch in den politischen Archiven zu rekonstruierenden starken Hindernissen zwischen 1967 und 1974 formierte, hat zugleich die bilaterale Selbst- und Fremdwahrnehmung nachhaltig und stark geprägt. Danae Kulmas schrieb 1973 geradezu von einer List der Geschichte, da Exzesse Wende führen, die sich eines Tages als die positive Kehrseite dieser human- und politisch pervertierten Zeit erweisen könnten. Währenddessen, ich zitiere weiter, wird bei den Intellektuellen aufgeräumt mit dem außerordentlichen Volk. Das mit dem der alten Romantik des klassischen Zeitalters und von der neuen Romantik in Filmen wie Alexis Sorbas und Sonntags nie verkleidet wurde. Kritisch durchleuchtet wird das Land des politischen Philhellenismus von damals und des Massentourismus von heute. Zitat Ende.
eingeladen am 20. März 1972 in Athen vom eingetragenen Verein Gesellschaft für das Studium der griechischen Probleme, brachte es Günter Grass folgendermaßen auf den Punkt. Ich zitiere. Deshalb nichts über Hölderlin und jünglinghafte Griechenlandbegeisterung. Nichts über Lord Byron. Kein Versuch, das Land der Griechen mit der Seele zu suchen. Nur so viel. Die Griechen und die Deutschen haben ein leidvolles, immer wieder gebrochenes, kein wie in England kontinuierlich gewachsenes, ein eher unglückliches Verhältnis zur Demokratie. Zitat Ende. Grass wollte mit seiner Rede in Athen keine falsche Hoffnung machen, in der Gewissheit, dass es nur Skepsis bitten konnte, erzählte er abschließend folgenden Traum, den er kürzlich gehabt hat. Ich sah die geblähte Staatsmacht hier wie dort auftreten. Ich sah, wie das entrechtete Volk dem zuschaut. Ich sah, wie die Staatsmacht bemüht war, wieder zu wirken und wie solche Anstrengung sie mehr und mehr lächerlich werden ließ. Und weil die totale Staatsmacht merkte, dass sie in ihrer Anstrengung, wieder zu wirken, immer lächerlicher wurde, wurde sie böse und verfärbte sich. Eine zusätzliche Anstrengung, die sich noch lächerlicher machte. Und weil das Volk in seinem rechtlosen Zustand dieser progressiven Lächerlichkeit zuschaut. Und weil dem Volk nichts anderes blieb, sich dieser Lächerlichkeit zu erwehren, brach hier wie dort, brach überall dort, wo die Staatsmacht vorgibt, bitter zu sein, ein großes, ein völkermitreißendes, brach homerisches Gelächter aus. Zitat Ende. Das Verbot des eingebrochenen Vereins und die Verhaftung und Deportation ihrer Mitglieder 2 Monate nach der Rede waren das Nachspiel des spektakulären Auftritts von Grass. Gegen den regimefreundliche Blätter Polemiken druckten, innen verberge sich anscheinend ein gewisser kleiner Hitler oder er habe nachgeplappert, was ihm andere diktiert hätten. Es ist eine sehr große Ehre für das Zentrum Modernes Griechenland, dass heute Abend, 42 Jahre danach, Professor Dimitris Maronitis in Berlin seine am 8. April 1972 veröffentlichte Reaktion auf die Rede von Günter Grass vorlesen wird. Um Professor Maronitis in gebührender Weise vorzustellen, seine zahlreichen Bücher zur altgriechischen und neugriechischen Literatur und Kultur nur zu benennen, seine Interventionen in der Öffentlichkeit als einer der wirksamsten Intellektuellen nach der Wiederherstellung der Demokratie in Griechenland zu würdigen, seiner Kunst als Übersetzer Homers in die neugriechische Sprache zu huldigen, bräuchte man einen abendfüllenden Vortrag. Belassen wir es deshalb lieber bei der kurzen Notiz, die der deutsche Leser, die deutsche Leserin, in der Anthologie von Kulmas zur Vita von Maronitis lesen konnte. Ich zitiere. Dimitris Maronitis, 1929 in Saloniki geboren. Dozent für griechische Altphilologie in Saloniki bis 1968. Er wurde von der Militärdiktatur seines Amtes enthoben. Maronitis ist seitdem 3-mal im Gefängnis gewesen. Seit April 1973 befindet sich Maronitis im Gefängnis der Militärpolizei in Athen. Amnestiert im August 1973. Vielen Dank. Pascal Maronetti, Herr Maronetti, Sie haben das Wort.
Καλησπέρα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση αυτή και μια λίγο προκλητική δήλωση ότι δεν θα ακούσετε από το στόμα μου σήμερα ούτε μια λέξη γερμανικά, ό,τι θα ακούσετε θα είναι ελληνικά. Δεν πρόκειται για ελληνολατρεία και ελληνογλωσσία που θα ήθελα έτσι λίγο προκλητικά να την υπερασπιστώ. Αλλά δεν ξέρω γιατί, είναι σχεδόν μια αυθόρμητη κίνηση αυτή που κάνω και σας παρακαλώ πολύ να την σεβαστείτε. Θα τα μεταφράζεις και θα γίνει. Αν έχετε την καλοσύνη λιγάκι. Herr Professor Marun, ich bedanke mich sehr für die Freude, hier eingeladen worden zu sein und möchte vorab schon mal sagen, dass er relativ spontan sich entschlossen hat, kein einziges deutsches Wort auszusprechen. Was Sie aus seinem Munde hören werden, wird nur griechisch sein. Das soll jetzt nicht eine übersteigerte Griechisch-Liebe sein, sondern hat das kurz vorher sich. Ευχαριστώ πολύ για πολλά πράγματα στη Γερμανία και στην κλασική φιλολογία. Schule Deutschland, sehr, sehr viele Dinge und vor allem Schule der Philologie. Είχα λαμπρούς δασκάλους μέσα στη δεκαετία του 60 που δεν θα τους δυσμονήσω ποτέ. Ich hatte glänzende Lehrer in der Mitte der 60er Jahre. Και από την άποψη αυτή αισθάνομαι απέραντη ευγνωμοσύνη για οτιδήποτε μου έδωσε η χώρα αυτή ως κλασικό φιλόλογο. Und von der Warte aus gesehen empfinde ich eine endlose Dankbarkeit für all das, was dieses Land, Deutschland, mir als klassischen Philologen geboten hat. Γνωστό εξάλλου όντως ότι τα χρόνια τα ακμαία ήταν ενικά τα δικά μου. Η γερμανική γλώσσα ήταν κατά βάση η γλώσσα της κλασικής φιλολογίας. Δεν είχαν προλάβει ακόμη να μας κατακτήσουν τα αγγλικά και επομένως με τη γλώσσα αυτή κατά κάποιο τρόπο μόρφωσα και εγώ τη γνώση μου τη φιλολογική. Ich möchte noch kurz daran erinnern, dass in der Zeit meiner Jugend und als ich sehr viel aufgenommen habe, Deutsch eigentlich die Sprache der klassischen Philologie war. Noch waren wir nicht vom Englischen überschwemmt und das Deutsche hat dann auch mein Denken und meine eigene Sprache als klassischen Philologen geprägt. Ωραία. Αυτό που τα ακούσατε είναι εντελώς παράκαιρο. Παράκαιρο σχεδόν είμαι κι εγώ. Okay, so weit so gut. Was Sie gehört haben, ist etwas neben der Zeit, so wie ungefähr ich selbst auch. Χρονολογείται επακριβώς από τον μήνα Απρίλιο του 1972, χρονιά που ζούσαμε τη χειρότερη ίσως φάση της στρατιωτικής δικτατορίας στην Ελλάδα. Der Text, den Sie hören werden, stammt aus dem April 1972, einer Zeit, in der wir vielleicht die härteste Zeit der Junta in Griechenland erlebt haben. Ακριβώς αυτή τη χρονιά, την πολύ δύσκολη, συνέβη να επισκεφθεί την Ελλάδα, υποθέτω και από ευαισθησία, το υποθέτω διαγράψετε παρακαλώ, σίγουρα και από πολιτική ευαισθησία, ο σημαντικός συγγραφέας, για να μην πω διάσημος συγγραφέας, ο Κίντερ Γκλάς, για να μιλήσει σε ένα κοινό κάτω από συνθήκες καθόλου άνετες, όπως μπορείτε να φανταστείτε. Ήρθε λοιπόν στην Αθήνα και σε μια κατάμεστη αίθουσα μίλησε και το κείμενο που θα ακούσετε είναι η γραπτή δική μου αντίδραση με την καλή σημασία της λέξης σε αυτόν τον λόγο του Κίντερ Γκλάς. Genau dieses schwierige Jahr hat sich der berühmte Schriftsteller Günter Grass wohl auch aus politischer Sensibilität dazu entschieden, nach Griechenland zu kommen und dort zu sprechen. Was dann auch tatsächlich tat, in einem überfüllten Saal unter Bedingungen, die wirklich nicht sehr angenehm waren. Und was Sie jetzt von mir hören werden, ist meine im besten Sinne Reaktion auf seine Ansprache.
ακόμη αφορά για τα μανιακά ελληνικά μου. Noch einmal in manischen Griechisch. Θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω την τελευταία παράγραφο από τον πρόλογο αυτού του βιβλιαρίου που βγήκε μέσα στη δικτατορία και λεγόταν Ανεμόσκαλα την εποχή εκείνη, ήταν το 1972. Ένα μικρό κομμάτι, όσο μπορείτε να το μεταφράσετε, το μεταφράσετε, άλλος ας ακουστεί μονάχα, αλλά την τελευταία πρόταση θα ήθελα να την ακούσετε. Der Einleitung dieses kleinen Bändchen vorlesen, in dem der Text veröffentlicht worden ist und der während der Junta unter schwierigen Bedingungen veröffentlicht wurde und sich Windleiter nannte. Η τελευταία λεφτά παράγραφος λέγει «Αληθινά ζητώ συγγνώμη για τη γλώσσα μου, αλλά ένας Θεός ξέρει πόσο μου αρέσουν τα ελληνικά». Der Satz heißt, wirklich wahr, ich bitte um Verzeihung für meine Sprache, aber nur Gott weiß, wie sehr ich dieses Griechisch liebe. Επομένως, θα με ακούσετε, διαβάζω το κείμενο αυτό τώρα ελληνικά. Και ευχαριστώ πολύ καταβολικά για τη δουλειά που έγινε για να μεταφραστεί. Ελπίζω να καταλαβαίνετε τουλάχιστον τη διάθεση του κειμένου, ίσως και κάποιες λέξεις και κάποιες φράσεις. Είναι ένα κείμενο θαυμαστικό βέβαια για τον Γκιούντερ Γκρας, όχι όμως χωρίς επιφυλάξεις και ίσως αυτή είναι και η σημαντικότερη αξία του κειμένου αυτού για την εποχή εκείνη. Τα λέτε μετά. Να βάλω γυαλάκια και να αναχτίσω λίγο και την ψυχραιμία μου. Δεν είναι τόσο μεγάλη όσο φαίνεται. Όπως και η ευγνωμοσύνη μου εξάλλου είναι μεγαλύτερη και από αυτή που υποδηλώνεται. Αγαπητοί φίλοι, ο λόγος εναντίον της συνήθειας του Γκιούντερ Γκρας, αυτός ήταν ο τίτλος της ομιλίας του στην Αθήνα του 1972. Ο λόγος λοιπόν εναντίον της συνήθειας του Γκιούντερ Γκρας τάραξε όπως και όσο μπορούσε τα νερά της πολιτικής μας ζωής. Μερικοί περίμεναν ίσως ότι οι έντονοι διαξυφισμοί θα κατέληγαν σε πραγματική μάχη. Μάχη όμως δεν έγινε και ούτε ήταν δυνατόν να γίνει κάτω από τις σημερινές συνθήκες της εποχής εκείνης. Οπωσδήποτε ο διάσημος συγγραφέας δεν ήρθε στην Αθήνα για να αναμετρηθεί με το ελληνικό καθεστώς. Σκοπός της σύντομης παρουσίας του και τη συνοπτική του ομιλία ήταν, όπως εξάλλου ομολόγησε και ο ίδιος, να σπάσει την μοναξιά όσων επιδέξια ή αδέξια, αυτάρεσκα ή απελπισμένα, υπερασπίζονται ακόμη την υπόθεση της δημοκρατίας στον τόπο μας. Τη δική μου λοιπόν ουσιαστική και μεταφραστική, τη δική μας λοιπόν ουσιαστική και μεταφραστική αντοχή, τις δικές μας συνήθειες μέτρησε όσο μέτρησε ο λόγος του Γκιούντερ Γκρας και αυτή η αναμέτρηση επιδέχεται ίσως έναν αποσπασματικό έστω απολογισμό αν δεν μας αρκεί η απλοϊκή κατάφαση και κάπως ο υπανάπτυκτος ενθουσιασμός. Με πολύ σαφή πολιτική και ιδεολογική τοποθέτηση, διμέτωπη πολεμική, παλόμοιη μετριοπάθεια
και ελεγχόμενη απεσιοδοξία σκιαγράφησε ο γερμανός συγγραφέας τα αίτια και τη δομή του πολιτικού μας αντιεξόδου, επιχειρώντας τις απαραίτητες συσχετήσεις και στον διεθνή χώρο. Μίλησε αλήθεια με τόλμη και ακρίβεια, χρησιμοποίησε γλώσσα υποδειγματικά εμπειρική και απέφυγε την επιδημική σε μας τους Έλληνες εννοώ, συνηθισμένη ρητορία. Δεν είπε όμως τίποτε που να μην το γνωρίζει ή να μην το οσμίζεται 5 τώρα χρόνια και ο τελευταίος Έλληνας πολίτης, ουδής ψόχος. Μια από τις αρετές της ομιλίας και της συνέντευξης μετά που έδωσε ο Κιούντερ Γκλάς ήταν πως δεν θέλησε καθόλου να μας εκπλήξει. Από καιρό τώρα το ξέρουμε. Η λύση του πολιτικού μας προβλήματος δεν δυσχεραίνεται επειδή ο ελληνικός λαός αντινατεί να συλλάβει λογικά τις γενικές αιτίες και το κοινό περιεχόμενο της κακοδαιμονίας του. Εκείνο που μας λείπει είναι η αντικειμενική δυνατότητα και το υποκειμενικό θάρρος να προχωρήσουμε λίγο πέρα από την περιγραφική αυτή γνώση. Αυτό είναι το δικό μας πρόβλημα, τέργα και το σημερινό μας πρόβλημα. Ο Κιούντερ Γκλάς σταμάτησε και καλά έκαμε στα σύνορα ακριβώς της πραγματικής μας αυτής απορίας. Ωστόσο, ο μαχητικός συγγραφέας υπέδειξε ότι στεγανά όρια ανάμεσα στον αδρανή και στον δραστήριο λόγο δεν υπάρχουν. Αυτό ισχύει άλλωστε για τον ίδιο που χρόνια τώρα ενεργά και υπερασπίζεται το κύρος του για τη φήμη του στο σοσιαλδημοκρατικό κόμμα της κοινοβουλευτικής του χώρας. Η δική του όμως παραδειγματική στάση φέρνει σήμερα τουλάχιστον σε κάποια περίεργη αμηχανία τους Έλληνες διανοουμένους. Όχι φυσικά εκείνους που διαχωρίζουν με ευανάγνωστη υποκρισία την πνευματική παραγωγή τους από την πολιτική χειδαιότητα, αλλά τους άλλους, ευάριθμους έστω, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν τρόπο κάτω από τις σημερινές συνθήκες να σπάσουν όσο γίνεται το φράγμα που ανακόπτει κάθε τόσο την φορά του λόγου τους και εκφυλίζει την έκφρασή τους σε εκτονωτική ρητορία. Στο σημείο αυτό το αδιέξοδο φαίνεται σήμερα τουλάχιστον σχεδόν αξεπέραστο. Γιατί πρώτο και κύριο μέλημα κάθε ολοκληρωτισμού είναι να αποδυναμώνει το λόγο από κάθε πρακτική αξία. Από τη στιγμή που ο λαός στερείται το δικαίωμα να ρυθμίζει με την ψήφο του τα πολιτικά πράγματα της χώρας του, να διακρίνει, να επιλέγει, να ελέγχει και στην ανάγκη να ανατρέπει τους φορείς της εξουσίας, η οποιαδήποτε έκφραση καταντά de facto ατελέσφορη. Ο λόγος μόνος του μετατρέπεται σε μέσο ψυχολογικής αναδίπλωσης, αν θέλετε οικίας εξομολόγησης, ιδιωτικής μάλλον εκτίμησης, άσφερης εν τέλει διαμαρτυρίας, που το καθεστώς, όσο και αν την επιτρέπει κάποτε, την απορροφά ακίνδυνα και ακόμη μάλιστα την εκμεταλλεύεται για να πείθει τους αφελείς ότι και μέσα στο δικό του πλαίσιο υπάρχουν
υπάρχει ελευθερία γνώμης. Το χειρότερο κακό κάθε δικτατορίας, φίλοι, είναι ότι φράσει τους αγωγούς της φυσικής επικοινωνίας ανάμεσα ακριβώς στο λόγο και στην πράξη. Παρά τα αυτά, όσο καιρό είναι στομωμένη η αγωγή αυτή που επιτρέπουν την αποτελεσματική διακίνηση της έκφρασης μέσα στο χώρο της πολιτικής πράξης, οι έγκλειστοι μπορούν ακόμη να χρησιμοποιούν τον ελεύθερο χρόνο τους για να κάνουν δύο άλλες δουλειές. Η μία είναι να επιμερίσουν ως τα έσχατα όρια της τη διάχυτη κοινή γνώση, να την κάνουν δηλαδή όσο γίνεται σαφέστερη, θα έλεγα να την κάνουν γνώση επιστημονική, να τις αφαιρέσουν δηλαδή όλα τα συναισθηματικά σύνδρομα που την θολώνουν, να διακρίνουν όχι μόνο τον κοινό παρονομαστή της, αλλά και τους ειδικούς αριθμητές της. Γιατί μπορεί βέβαια να λέμε ότι ο κόσμος ξέρει τις βασικές αιτίες της κακοδαιμονίας του, αλλά είναι αναμφισβήτητο ότι δεν γνωρίζει όσο πρέπει την ποικιλία και την ετερογένεια της κακοδαιμονίας αυτής. Θέλω να πω, άλλο πράγμα είναι ο ολοκληρωτισμός για τον εργάτη και άλλο για τον αστό, άλλο για τον φοιτητή και άλλο για τον δάσκαλο. Διαφορετικό για τον φορέα της ελεύθερης οικονομίας και αλλιώτικο για τα εκμεταλλεύσιμα όργανα της οικονομικής αυτής πρακτικής. Χρέος λοιπόν του ερευνητικού λόγου είναι να επιμερίσει το γενικό φαινόμενο, δυσάρεστο για όλους ίσως, στα συγκεκριμένα καθέκαστά του, διαφορετικά από τάξη σε τάξη και από ομάδα σε ομάδα. Όσο ξέρω, στον τομέα αυτόν δεν έχει γίνει ακόμη σχεδόν τίποτε στον τόπο μας και χρειάζεται συστηματικός μόχθος, νυφάλιο θάρρος και επιστημονική ευσυνειδησία για να αρχίσει κάποτε αυτή η στιθοσκόπηση. Γιατί αγαπητοί φίλοι, όπως και να το κάνουμε, η ένστικτη κοινή γνώμη προσφέρει βέβαια κάποια ερμηνεία στο πολιτικό μας πρόβλημα, αλλά η εξήγηση αυτή είναι τόσο γενική, ώστε αντί να αναιρεί την αδράνεια, των ατομικών συνειδήσεων. Αντίθετα, η ανατομική μελέτη του φαινομένου, ο μερισμός και ο ορισμός των μεριδίων της κακοδαιμονίας μας ερεθίζει το μυαλό, το κρατά σε εγρήγορση, το αναγκάζει να απορρίψει πολλά από τα συμβατικά εξαρτήματά του, το εξωτεί να ζήσει την απορία του ως ατομική και οδυνηρή εμπειρία. Όσοι από εκλογή ή από ανάγκη κινούνται στην περιοχή του εγκλωβισμένου λόγου, πρέπει να είναι σήμερα βασανιστικά συγκεκριμένοι. Όσο για την απαγορευμένη ζώνη της πράξης, πώς μπορεί να διεισδύσει ο λόγος αλλιώς, αν όχι ως επιφωνηματική έκρηξη. Είναι αυτονόητο ίσως, αλλά πρέπει ακόμη μια φορά να τονιστεί. Το επιφώνημα δεν βρίσκεται μόνο στον πυρήνα του λόγου, στην αφετηρία της έναρχης γλώσσας, καθώς αυτή αναδύεται μέσα από την άφωνη πράξη,
αποτελεί και τη σφραγίδα της, το κλειδί της. Ύστερα από τη λογική και την εκφραστική διαδικασία ξαναβρίσκουμε ευρόντιτη, ξαναγυρίζουμε ευρόντιτη εκεί από όπου ξεκινήσαμε. Στα ίδια τα πράγματα μέσα μας και γύρω μας, όπου υπάρχει μια προλογική αλλά και μια επιλογική κραυγή. Και οι δύο αυτές κραυγές εκφράζουν απορία. Η πρώτη την έκπληξη πριν από τη γνώση, η δεύτερη την αμηχανία μετά από τη γνώση. Οπωσδήποτε η επιφωνηματική έκρηξη παραμένει σωτήρια γέφυρα ανάμεσα στο λόγο και στην πράξη, αυτόματη χρήση της γλώσσας μπροστά σε βίαιους ερεθισμούς προπάντων αρνητικούς, στον έντονο σωματικό πόνο, στη σκλαβιά, στη φθορά του χρόνου και βέβαια στο θάνατο. Στην προκειμένη περίπτωση αποτελεσματικό θα ήταν το δημόσιο επιφώνημα. Δεν έχει σημασία αν αυτό θα πάρει μορφή χλεβαστικού γέλου, όπως πρότεινε στον ονειρικό επίλογο της ομιλίας του Κιντεργάς ή οποιαδήποτε άλλη όψη. Το θέμα είναι να καταλάβουμε ότι όσο απαγορεύεται η είσοδος του ερευνητικού και ελεγκτικού λόγου στην περιοχή της πράξης, συνεπέστερο είναι να συνοθούμαστε μπροστά στους φραγμένους αγωγούς χειρονομώντας σαν τους κοφάλαλους. Γιατί, αγαπητοί φίλοι, σε τελευταία ανάλυση, η μεγαλύτερη προσφορά του Κιντεργκράς υπήρξε η ίδια του η παρουσία. Όσο για το νόημα της ομιλίας και της συνέντευξής του, για μας αυτό πυκνωμένο θα μπορούσε να αθροιστεί σε ένα επιφώνημα το οποίο όμως δεν ακούστηκε. Εδώ τελειώνει αυτό το κείμενο, χρονολογημένο επαναλαμβάνω στο βήμα 8 Τετάρτου 1972, όταν ο Μιλόν είχε μείον 43-44 χρόνια. Ελπίζω να μην είναι τόσο επιβαρημένο από το χρόνο και το κείμενο που ακούσατε. Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Δεν μετανιώνω που σας το διάβασα ελληνικά και δεν μετανιώνω που το άκουσα και εγώ ελληνικά. Σας φιλώ και σας χρωστώ ευγνωμοσύνη. Γεια σας. Professor Maronitis hat nochmal auf das Datum verwiesen, den 8.4.72, als der Autor 43 Jahre weniger hatten, die ihm doch schwer auf den Schultern liegen. Er hofft, dass dem Text das Gewicht dieser 43 Jahre nicht aufliegt. Und er hatte am Anfang seines Lesens nochmal betont, dass dieser Text aus Bewunderung Günter Grass gegenüber entstanden ist. Allerdings sollte es keine blinde Bewunderung sein, sondern auch seine kritische Position darstellen, was auch ein Zeichen der Wertschätzung ist. Ich werde jetzt die deutsche Übersetzung von Birgit Hildebrand vorlesen, zu der ich auch meinen Senf dazugegeben habe. Und liebe Freunde, die Rede gegen die Gewöhnung von Günter Grass trübte wie und soweit auch immer die Gewässer unseres politischen Lebens. Einige erwarteten vielleicht, dass die intensiven Wortgefechte in einen echten Kampf münden würden. Jedoch einen Kampf gab es nicht und konnte es unter den gegebenen Umständen auch nicht geben. Gewiss war der berühmte Schriftsteller nicht nach Athen gekommen, um sich mit dem griechischen Regime zu messen.
Ziel seines kurzen Auftritts und seiner knappen Rede war es, wie er auch selbst eingestand, die Isolation derer zu durchbrechen, die geschickt oder ungeschickt, selbstgefällig oder verzweifelt, noch immer die Sache der Demokratie in unserem Land verteidigen. Unsere faktische und metaphorische Langmut, unsere Gewöhnungen maß also die Rede von Günter Grass, sofern sie maß. Und dieses Ausmessen erlaubt vielleicht eine, wenn auch nur bruchstückhafte Bilanzierung, wenn uns schlichte Zustimmung und unterentwickelte Begeisterung nicht genügen. Mit klarer politischer und ideologischer Positionierung, einer Zwei-Fronten-Polemik, mit bebender Zurückhaltung und kontrolliertem Pessimismus zeichnete der deutsche Schriftsteller die Ursachen und die Struktur unserer politischen Ausweglosigkeit auf, suchte sogar die notwendigen internationalen Zusammenhänge herzustellen. Er sprach wahrlich mit Mut und Präzision, bediente sich einer mustergültig empirischen Sprache und vermied die bei uns so grassierende hohle Rhetorik. Er sagte jedoch nichts, was nicht auch der letzte griechische Bürger seit nunmehr 5 Jahren gewusst oder geahnt hätte. Kein Einwand. Eine der Tugenden der Rede und des Interviews von Günter Grass war, dass er uns nicht zu überraschen suchte. Seit geraumer Zeit wissen wir, die Lösung unseres politischen Problems wird nicht dadurch verhindert, dass das griechische Volk unfähig ist, logisch die allgemeinen Ursachen und den gemeinschaftlichen Inhalt seiner Missstände zu erfassen. Was uns fehlt, ist die objektive Möglichkeit und der subjektive Mut, um etwas über diese deskriptive Erkenntnis hinaus zu gelangen. Das ist unser Problem. Günter Grass hörte genau an der Grenze unserer wirklichen Fragestellung auf und er tat gut daran. Dennoch verwies der streitbare Autor darauf, dass es keine undurchdringliche Grenze zwischen dem passiven und dem aktiven Wort gibt. Dies gilt mit Sicherheit für ihn selbst, der schon jahrelang aktiv am politischen Leben teilnimmt und mit seiner Prominenz und seinem Renommee die Sozialdemokratische Partei seines parlamentarischen Landes unterstützt. Seine eigene exemplarische Haltung jedoch bringt zumindest derzeit die griechischen Intellektuellen in eine seltsame Verlegenheit. Nicht diejenigen selbstverständlich, die in leicht erkennbarer Scheinheiligkeit die Geistesproduktion von der politischen Vulgarität trennen, sondern die anderen, eher wenigen, die einen Weg suchen, unter den heutigen Bedingungen die Barriere zu durchbrechen, die immer wieder den Fluss ihrer Rede hemmt und ihre Diktion zu einer beschwichtigenden Rhetorik degenerieren lässt. An dieser Stelle scheint die Ausweglosigkeit schier unüberwindlich. Denn erstes und wichtiges Anliegen eines jeglichen Totalitarismus ist es, dem Wort jeden praktischen Wert zu entziehen. Von dem Augenblick an, an dem dem Volk das Recht verwehrt wird, mit seiner Wählerstimme die Politik seines Landes zu regeln, zu erkennen, auszuwählen, zu kontrollieren und zur Not die Machtträger zu stürzen, wird jegliche Meinungsäußerung de facto wirkungslos. Das Wort allein für sich verkommt zu einem Mittel des psychologischen Rückzugs, der intimen Bekenntnisse, der privaten Einschätzung, des allenfalls munitionslosen Protestes, den das Regime, wenn und soweit es ihn überhaupt zulässt, gefahrlos absorbiert und sogar noch ausnutzt, um die Leichtgläubigen davon zu überzeugen, dass es auch innerhalb seines Rahmens eine freie Meinung gibt. Das schlimmste Übel jeder Diktatur ist, dass sie die Leitungen der natürlichen Kommunikation zwischen Wort und Tat verstopft. Trotz alledem, solange diese Leitungen dicht sind, die einen wirksamen Verkehr des Ausdrucks im Raum der politischen Tat erlauben, können die Eingeschlossenen ihre freie Zeit noch darauf verwenden, zwei andere Aufgaben zu erfüllen. Die eine ist, das diffuse Allgemeinwissen bis an seine äußersten Grenzen auseinanderzunehmen,
es so konkret wie möglich zu machen, ja, zu einer wissenschaftlichen, zu wissenschaftlichem Wissen zu machen, würde ich sagen. Ihm alle Emotionalitäten, die es trüben, zu entziehen, also nicht nur den gemeinsamen Nenner herauszufiltern, sondern auch seine besonderen Zähler. Denn es heißt zwar, dass die Menschen die Hauptursachen ihrer Missstände bekannt sind, doch es steht außer Frage, dass sie nicht genug über die Vielfalt und die Heterogenität dieser Missstände wissen. Ich will sagen, Totalitarismus ist etwas anderes für den Arbeiter als für den Bourgeois, etwas anderes als für den Studenten als für den Lehrer, etwas anderes für den Träger der freien Wirtschaft als für die nutzbaren Instrumente dieser Wirtschaftsform. Es ist also die Pflicht der Wissenschaftssprache, das Allgemeine, unangenehme für alle vielleicht, in seine konkreten Bestandteile aufzuteilen, unterschiedlich von Klasse zu Klasse und von Gruppe zu Gruppe. Auf diesem Gebiet ist hierzulande noch beinahe gar nichts getan. Und es bedarf der systematischen Anstrengung, des nüchternen Mutes und der wissenschaftlichen Sorgfalt, damit dieses Abhorchen irgendwann einmal beginnen kann. Denn, liebe Freunde, wie wir es auch drehen und wenden, die instinktive öffentliche Meinung bietet zwar eine Auslegung für unser politisches Problem an, diese Erklärung ist jedoch so im Allgemeinen gehalten, dass sie die Tatenlosigkeit des individuellen Bewusstseins verlängert, statt sie aufzuheben. Eine Sezierung der Gegebenheiten hingegen, eine Segmentierung und die Bestimmung der Segmente unserer Missstände regt das Hirn an, hält es in Trab, zwingt es, viele seiner konventionellen Anhängsel abzuwerfen, treibt es an, seine Ausweglosigkeit als persönliche, schmerzvolle Erfahrung zu erleben. Diejenigen, die sich erwählter oder gezwungenermaßen auf dem Gebiet der eingekerkerten Worte bewegen, müssen heute quälend konkret sein. Was die verbotene Zone der Tat angeht, so sehe ich nicht, wie das Wort hier auf andere Weise eindringen kann, als in Form einer Interjektionsexplosion. Es mag selbstverständlich sein, muss jedoch noch einmal betont werden. Die Interjektion, der Ausruf, findet sich nicht nur im Kern des Wortes, am Ursprung artikulierter Sprache. Wenn diese aus der sprachlosen Tat auftaucht, er bildet gar ihren Stempel, ihren Schlüssel. Nach dem logischen und nach dem artikulatorischen Prozess kehren wir fassungslos dorthin zurück, von wo wir ausgegangen sind. Zu den Dingen selbst, in uns und um uns herum. Es gibt einen vorsprachlichen und einen nachsprachlichen Aufschrei. Beide drücken Ausweglosigkeit aus. Der erste, die Überraschung vor dem Wissen. Der zweite, die Ratlosigkeit nach dem Wissen. Auf alle Fälle bleibt der eruptive Ausruf eine rettende Brücke zwischen Wort und Tat. Ein automatisierter Gebrauch von Sprache angesichts gewaltsamer Reize, vor allem negativer. Dem intensiven körperlichen Schmerz, der Versklavung, dem Verschleiß durch die Zeit, dem Tod. Im vorliegenden Fall wäre der öffentliche Ausruf wirksam. Wichtig ist nicht, ob er die Form eines Hohngelächters, wie es Günter Grass im Traumschlusswort seiner Rede vorschlägt, oder irgendeine andere Gestalt annimmt. Wichtig ist, dass wir begreifen, dass solange der Eintritt des forschenden und kontrollierenden Wortes in den Raum der Tat untersagt ist, es konsequenter ist, sich vor den verstopften Leitungen zusammenzudrängeln und wie Taubstumme zu gestikulieren. Weil, liebe Freunde, der größte Beitrag von Günter Grass letztlich seine persönliche Anwesenheit war. Was den Sinn seiner Rede und seines Interviews betrifft, könnte auch der für uns verdichtet zu einem Ausruf summiert werden, der nicht zu hören gewesen ist.